Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video der Anlage Unterberg. Bin ja da massiv am Umbauen wegen den Wehmutzügen, will ich ja ein bisschen mehr Alpen reinbringen. Hoffe, das gelingt mir. Ich habe euch mal eine Fahrt gefilmt mit dem Glacier Express von Wehmut. Schöner Zug, fährt eigentlich schön, aber ist schon nicht ganz Märklin, muss ich jetzt sagen. Also ein bisschen, manchmal ein bisschen Probleme bei den Weichen. Die müssen schon ganz gut gestellt sein, dass sie nicht rausfällt. Nun gut, hier fährt er mal zum neuen Teil rüber. Ich denke, das kennt ihr alles schon. Auch den neuen Teil habe ich schon vorgestellt. So, hier links im Ecken bin ich unschlüssig, ob ich noch ein bisschen Industrie mache oder ein Hang mit Kühen, leicht abfallend oder Tieren drauf. So, jetzt die Steigung. Hier habe ich ja gegipst und und. Das bin ich ja voll in Action, wenn man so da kann sagen. Der Winkel passt jetzt auch vom Zug her. Fährt so wie schön flüssig hoch zum Altbahnhof und dann rüber zur großen Brücke. Das sieht wirklich gut, gefällt mir nach wie vor. Sieht top aus. Ist ein bisschen das Herzstück der Anlage. Nun gut, dann weiter Richtung Arosa hoch. Jetzt muss ich da schauen, wenn ich rübergehe. Habe ein bisschen Müll am Boden, wie gesagt, das ist Wahnsinn. Das glaubt einem ja kein Mensch, was das alles für Abfall produziert, so ein Teil auszubauen auf der Anlage. Nun gut, jetzt ist es ein großer Bergtunnel, geht immer ein bisschen Zeit, ist ein bisschen lang. Ich habe den Zug auch ein bisschen schneller gestellt, also das Tempo, weil sonst würde das Video zu lange gedauern und ich will euch ja nicht aufhalten, ihr habt sicher Besseres zu tun. Nun gut, da kommt der Zug wieder. Fährt schön durch Arosa durch. Da muss ich ja dann auch wieder einiges machen. Ich bin ständig am Verbessern und am Ausbessern. Da was, da, dort was. Nimmt irgendwie kein Ende. Ja, nun gut. Auf jeden Fall dann wieder die Abfahrt Richtung Großer Brücke. Wie gesagt, das Tempo ist ein bisschen schneller, aber ist schon gut. So, dann passiert da die Riesenbrücke wieder. Ich sage es, glaube ich, zum dritten Mal. Durch den Altbahnhof. Denke, das ist auch recht, wirkt ja recht gut. Wie gesagt, dieser Teil wird sicher schön. Ich habe ja, oder ich lerne ja immer dazu. Auch die Abfahrt geschmeidig runter, keine Haken, keine Ösen. Wieder in den Teil hinein. Die große Kurve auf die Hauptstrecke. Über die erste Brücke und dann kommt die Doppelbrücke. Richtung Bahnhof Unterberg. Ja, nun gut, eben wie gesagt, was mich ein bisschen stört, der wahnsinnige Abfall überall. Es ist sehr schwierig, den Raum immer sauber zu halten, wenn man am Bauen ist. Ihr seht hier im Hintergrund auch Kübel, Abfallsäcke. Es ist wirklich ein Dreck. Es ist wirklich ein echter Dreck. Ja, nun gut, kann man nichts tun. Da fährt er wieder rein für den großen Kreis, auf das Gleis hier, Gleis 1. Passiert wieder den Bahnhof Unterberg. Da bin ich ja auch übrigens ständig jetzt am Umbauen und am Verbessern. Sieht jetzt nicht so alles aus. Hier seht ihr auch Farbe und. Muss da das irgendwie wieder neu machen hier, den Teil. So, also ich glaube, das war's mal. Auf das neue Stück gehe ich im nächsten Video dann mehr ein. Und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Wünsche euch gute Zeit und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Gruß von der Anlage Unterberg. Bis die Tage. Tschüss.